Tag, Leute, ich begrüße euch hier zu einem weiteren Famorama Video und zwar zum Event im Jack Video zum Sportfest Event 2016 in Famorama, beziehungsweise geht es dann auch kurz noch um diesen Schatzkalender, den es ab heute gibt. Auf jeden Fall beginnen wir mit dem Sportfest Event oder dem Event zu den Olympischen Sommerspielen 2016. Das Event geht tatsächlich noch bis 18. August, also noch 3 Tage. Ist am 12. August gestartet. Im Normalfall würde ich wahrscheinlich nie und nimmer 3 Tage vor dem Eventende schon Event im Check-Video machen, weil ich wahrscheinlich kämpfe, um noch halbwegs was zu schaffen. Diesmal war es komplett anders, denn man konnte mehr oder weniger nach 10 Minuten oder ja, eigentlich schon nach 2 Minuten, wenn man es auf Lager hatte, das Event sofort ja, durchmachen. Denn es war ein Zuchtevent. Und zwar so, auch mit den Eventplätzen sah es eben aus. Das Event, man musste also hier Kühe, Hunde, Gänse und Fische abgeben. Entweder die normalen, das war nicht so zu empfehlen, mehr natürlich zu empfehlen die Zuchttiere von diesen 4 Tieren eben hier. Dazu gab es auch natürlich auch wieder einen Baby Boom Day am Wochenende, was natürlich die Chance auch noch ein bisschen erhöht hat auf bessere Zuchtausbeuten. Und diese galt es eben hier abzugeben in 4 Einzelaufgaben. Und eine Gemeinschaftsaufgabe gab es tatsächlich. In den Einzelaufgaben selber gab es tatsächlich hier nur sozusagen einen Sticker und ein Item abzuräumen hier. Mit natürlich ein paar schicken Nebengewinne wie und dann 50 Superfutter. Also das ist ja mal nicht so schlecht eben hier. Ansonsten gab es alle anderen weiteren Items bzw. die Wunderrankenreihe eben hier in einer Gemeinschaftsaufgabe. Die allerdings tatsächlich, ja ich glaube auch noch einen Tag oder in 2 Tagen schon komplett fertig war. Also grundsätzlich, und damit sind wir auch bei der Schaffbarkeit dieses Events, hat man ein bisschen Superfutter. Ich glaube, man braucht hier tatsächlich nicht viel. Das hängt natürlich auch davon ab, wie gesagt, hat man die Zuchttiere vorher schon, haut man fröhlich rein und man hat das Event sofort fertig. Muss man vielleicht gar nicht züchten. Aber ansonsten, ja, ist es überhaupt kein Problem gewesen. Die größte Herausforderung war sozusagen eigentlich nur überhaupt Superfutter zu haben oder überhaupt Tiere zu haben zum Züchten. Ansonsten eben nur Probleme in der Hinsicht. Sehr, sehr einfach, 60.000 ein Gegenwert von den jeweiligen Zuchttieren. Von daher mehr als nur schaffbar, würde ich mal sagen. Das ist also ziemlich easy in der Hinsicht. Ansonsten, ja, was konnte man erreichen, erspielen? Die Items, schauen wir uns auch die vielleicht kurz mal an eben hier. Und zwar haben wir da zum einen die hier. Immer fest drauf, das ist das Item aus der Einzelaufgabe mit 450 EP für Farm oder Bahamrama auf einem Einerfeld hier. Dann nochmal Husch ins Köpfchen mit 835 EP auf dem Zweifeld. Goldfischsprung 840 EP auf einem Zweifeld. Und der extreme Muskelkater mit 1690 auf einem Viererfeld, wohl gesagt. Was sozusagen eigentlich, ja, muss man fast sagen, in den heutigen Zeiten von Famorama ziemlich schlecht klingt, muss man schon eigentlich zugeben. 400 PP hier auf meiner Feld. Man guckt sich das letzte Event an, da gab es Items mit 800 EP auf meiner Feld. Allerdings muss man an der Stelle dazu sagen, das bringen die Items alle 6 Stunden, sozusagen könnte man es hochrechnen, dann wären die ziemlich stark. Oder man haut es eben auf die Ranke. Die bringt dann allerdings, ich weiß nicht, ob das ein neuer Trend ist, auch hier wieder alle 120 Stunden, auf jeden Fall 20 Parfüm, ein pinkes Chili und 400 EP für die Farm mal dem eigenen Level auf der Farm. Also da kann schlussendlich, wenn man ein hohes Level hat, natürlich besonders auch einiges an Erfahrungspunkte zusammenkommen natürlich. Also an und für sich, Items sind nicht schlecht, was ich ein bisschen schade finde, dass schlussendlich die Ranke nur Farm-Erfahrungspunkte bringt und keine Bahamarama-Erfahrungspunkte, da hätte ich es lieber gesplittet hier, Hälfte-Hälfte, aber okay. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen über das Event eben hier, was tatsächlich auch ziemlich blöd gemacht ist, dass man hier weiterhin noch trainieren könnte, heißt also, ja, Zuchttiere abgeben. Fürs Event, das man eben hier natürlich noch konnte, heißt also, ja, weiß man nicht, dass schon fertig ist oder sonst irgendwas, sagt man, ja, ich helfe der Gemeinschaft, hau mal einen Fisch rein, ja toll, dann ist der für immer verloren. Hätte man auch sperren können, das nur so nebenbei gesagt. Ansonsten, ja, wie viele Punkte würde ich dem Event geben? Von 10 Punkten, wie man hat allerbeste und 0 Punkten hat allergrotten schlechteste, würde ich mal sagen, ist nicht einfach, sagen wir mal 8 Punkte, weil es war einfach zu schaffen, gute Items, gute Ranke, was aber tatsächlich sowas ist, Olympia, es findet alle 4 Jahre statt, man erwartet vielleicht irgendwas Spektakuläres und besonders dieses Sportfestival, man sieht einfach wieder, wie sehr eigentlich
So ein Event leidet darunter, dass in Formarama ständig Events stattfinden. Deswegen war auch dieses Event okay züchten, es war halt in dem Sinne nichts Besonderes. Aber wenn ständig hier und da Events laufen, da kommt man natürlich auch mit den großartigen ja, Events, wo was Spezielles ist, ja fast nicht hinterher, weil man muss hat den Zeitdruck, jetzt muss man hier ein Event machen, da ein Event machen, da könnte man ein bisschen ruhiger angelassen. Was Spezielles, denn das war halt nur Züchten und das Einzige, was man für das Event machen musste, war mehr oder weniger die Items designen. Also großartig speziell war es nicht, aber wie gesagt, ansonsten leicht erspielte Items und Nebengewinne in der Hinsicht. Auch die Gemeinschaftsaufgabe sehr, sehr einfach diesmal gesetzt. Da war es in der Vergangenheit teilweise schon so, dass man es ein bisschen schwerer gemacht hat. Dann war es die Community nicht geschafft. Und da hat man sich vielleicht diesmal gedacht, gehen wir aber nochmal sicher und machen wir es gleich ziemlich einfach. Das ist also meine Meinung. Stimmt ihr mir zu oder nicht? Wie viele Punkte würdet ihr auch dem Event geben? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ansonsten noch kurz zu diesem Schatzkalender, den es ja ab heute auch gibt hier auf der Farm. Man sieht ihn tatsächlich ziemlich schwer jetzt hier bei mir, weil verdeckt von den Bäumen hier hinten ist er, der Schatzkalender. Also hier auf dem Hauptacker oder auch auf Bahamrama, auf der Hauptplantage, findet man diesen. Ihr könnt übrigens natürlich auch alles zum Schatzkalender nachlesen auf farmramacheats.de, den gibt es also ab heute 15. August bis Sonntag 21. August 23:59 Uhr. Wie funktioniert das? Was ist dieser Schatzkalender? Und zwar kann man sich da jeden Tag eben ein Geschenk abholen. Und zwar 6 an der Zahl gibt es. Wir beginnen mit Tag 1 mit 16 Parfüm. Heute die Gewinne hatte jeder Spieler den gleichen, also nicht ich habe 16 Parfüm und ihr habt vielleicht mehr Glück und kriegt 20 Superfutter. So spielt es nicht. Jeder hat denselben Gewinn, was natürlich fair ist in der Hinsicht. Wie gesagt, 6 Stufen gibt es eben hier jeden Tag. Etwas zu öffnen. Vergisst man mal an den Tag tatsächlich was zu öffnen, dann kann man das im Nachhinein noch für Top-Kunden überraschenderweise natürlich freikaufen sozusagen. Hat man alle 6 dann schlussendlich geöffnet, gibt es den speziellen Gewinn, den Hauptpreis, und zwar dieses Item Stinkreich mit Sian Sian Moospenny. Tatsächlich ein Moospenny-Item, das finde ich persönlich ziemlich cool. Alle 12 Stunden 1500 auf einem Einerfeld. Sieht cool aus. Schatzkalender ist, ja, schicke Idee. Über Geschenke, denke ich mal, darf man sich nicht beschweren. Eben hier, wie gesagt, geht also 6 Tage lang hier. Mal schauen, ich bin gespannt, was da die kommenden Tage noch drinnen sein wird. Was Großartiges darf man natürlich nicht erwarten. Vielleicht ein bisschen Superfutter, Superdinger. Und dann gibt es ja noch ein Item. Gut, so viel dazu. Damit soll es das gewesen sein mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen und gerne dann bis zum nächsten Video. Ciao.